Der Durchschnittspreis für Neuwagen hat sich binnen 40 Jahren mehr als vervierfacht. Das zeigt eine Untersuchung des Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen, die Welt am Sonntag vorliegt. Demnach lag der Durchschnittspreis für neue Pkw in Deutschland zuletzt bei 34.870 Euro. Im Jahr 1980 waren es nur 8.420 Euro. Nur einmal in den vergangenen 40 Jahren gingen die Ausgaben spürbar zurück. 2009, als das Konjunkturpaket für die Verschrottung alter Fahrzeuge unter bestimmten Voraussetzungen 2.500 Euro staatliche Prämien gewährte. Seitdem stiegen die Preise allerdings wieder stärker und deutlich schneller als die allgemeine Inflation. Hauptgrund dafür ist der Untersuchung zufolge der Trend zu teuren SUVs. Zudem stehe ein weiterer Preisschub bevor, getrieben von Plug-in-Hybriden, Elektrofahrzeugen und sogar vom Diesel. Dieselantriebe nämlich würden aufgrund ihrer immer aufwendigeren Abgasreinigung immer teurer.